Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem Video. Und ja Leute, im heutigen Video geht es ausnahmsweise mal um was anderes. Und zwar werde ich heute euch mal die Wahrheit über den YouTuber Lee Martin German HD erzählen. Und ja Leute, das was dieser YouTuber macht, das hat hier auf YouTube wirklich überhaupt nichts zu suchen. Er verarscht und betrügt seine Abonnenten und das geht schon so weit, dass es mittlerweile einen mittleren fünfstelligen Betrag erreicht hat, was er sich schon alles ergaunert hat. Und ich kann mir auch wirklich nicht erklären, wie er es geschafft hat, 57.000 Abonnenten sich zu verdienen. Ja, das Einzige, was er meiner Meinung nach verdient hat, ist das Gefängnis. Aber ja, dazu kommen wir auf jeden Fall noch. Ja, um was soll es denn eigentlich gehen? Und zwar, Lee Martin German HD bewirbt ja immer so schön seine Mod-Menüs. Und zwar hat das alles im Jahr 2020, hat das glaube ich angefangen, und zwar hat das alles damals mit dem Mod-Menü Explosive angefangen, mit dem Mod-Menü Explosive und mit dem Mod-Menü Shadow. Und zwar hat der Lee Martin German HD es als seine Mod-Menüs ausgegeben. Das heißt, er hat den Namen einfach nur geändert als Lee Martin VIP-Menü. Und das Traurige ist, pro Mod-Menü verlangt Lee Martin 50 Euro. Und ja, Leute, das Traurige ist, diese Mod-Menüs, die könnt ihr euch alle kostenlos im Internet runterladen. Das ist wirklich, ja, ich verstehe es nicht. Das ist wirklich eine Schweinerei. Und ja, als ob es nicht schon schlimm genug ist, wenn ihr mit diesen Mod-Menüs halt online geht, dann werdet ihr detected. Und das heißt so viel, dass ihr dann sofort von Rockstar gebannt werdet und ihr könnt eure Accounts komplett vergessen. Und ich weiß nicht, wie man sowas einfach nur unterstützen kann, und ich weiß auch nicht, wie dieser Mann einfach noch nachts in Ruhe schlafen kann. Ja, er sagt auf jeden Fall noch zu den Leuten, dass sie halt erst eine bestimmte Festplatte kaufen sollen, die dann halt anschließen an der PlayStation, damit man halt das Mod-Menü an der Konsole benutzen kann. Und da muss ich euch schon mal sagen, auf der Konsole, das heißt Xbox oder PlayStation, könnt ihr diese Mod-Menüs überhaupt nicht benutzen, Leute. Lasst euch da nichts erzählen, das ist alles erstunken und erlogen. Ja, mit diesen zwei Mod-Menüs hat es auf jeden Fall damals angefangen. Und ja, seit neuestem bewirbt Lee Martin German HD ja wieder seine Mod-Menüs in seinen Videos, sei es denn GTA Online Mod-Menüs oder Cold War Mod-Menüs. Und da muss ich euch auch sagen, auch diese Mod-Menüs bekommt ihr alle kostenlos im Internet. Die könnt ihr euch alle kostenlos im Internet runterladen. Sowohl Cold War als auch das GTA Online Menü. Und zwar das GTA Online Menü, was Lee Martin immer bewirbt, das ist das Kidians Mod-Menü. Ich denke mal, die meisten von euch werden wissen, was das Kidians Mod-Menü ist. Und ja, das Kidians Mod-Menü, das könnt ihr euch auch ganz einfach kostenlos im Internet runterladen. Das ist wirklich überhaupt gar kein Problem. Zudem scammt er noch seine Abonnenten mit seinen Unlock Owls. Und zwar, ja, bekommen die Leute einfach nicht die Unlock Owls. Ich hab das auch alles aus erster Hand erfahren. Und ja, da wurde auch schon mit Anzeigen und sowas alles gedroht. Und ja, ich verstehe sowas einfach nicht. Und jetzt kommt wirklich das Traurige. In den letzten 4 Tagen hat dieser Mann einfach über 2.000 Euro mit diesen kostenlosen Mod-Menüs verdient. Ihr könnt euch ja mal hochrechnen. Pro Mod-Menü bekommt er 50 Euro. Und er hat in den letzten 4 Tagen über 2.000 Euro bekommen für kostenlose Mod-Menüs. Und ich habe mal hochgerechnet, in den letzten 2 Jahre, also seitdem er das jetzt macht, hat er insgesamt über 30.000 Euro eingenommen, und das nur, weil er euch Mod-Menüs verkauft, die ihr euch wirklich komplett kostenlos im Internet runterladen kann. Und ich verstehe einfach nicht, wie dieser Mann noch nachts in Ruhe schlafen kann. Und ich finde einfach, solche Leute, die haben auf YouTube wirklich nichts zu suchen. Und ich würde euch wirklich bitten, dass ihr das Video wirklich, so wenn es geht, mit euren Freunden teilt dieses Video auf allen möglichen Discord-Servern, so dass wirklich so viele Leute wie möglich es sehen. Und es wäre auf jeden Fall auch wirklich nice, wenn so der ein oder andere YouTuber vielleicht noch mitziehen würde. Weil das geht wirklich nicht, und sowas kann man auch wirklich nicht unterstützen. Dieser Mann, der gehört einfach nur ins Gefängnis. Das ist wirklich hochkriminell, was er auf YouTube abzieht.
Und ja, Leute, ich hoffe, das kleine, aber etwas andere Video hat euch mal gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.